Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Reborn. Wir machen uns jetzt auch gleich auf, um das Waisenhaus einzubrechen. Team sieht doch vom Level her recht gut aus. Momentan ist halt bis Level 35. Nee, bis Level. Moment. 40. Hier kann man auch Passwörter hinzufügen. Ich habe beim Passwort ein bisschen geschaut. Moment. Dann kann ich das euch direkt zeigen. Falls es so interessant ist. So, es wurde hier so gemacht, dass man das hier machen kann. Also. Und keine Sorge, dadurch wird das Spiel jetzt nicht irgendwie leichter, dass jetzt die Gegner weniger haben oder so. Es sorgt jetzt einfach nur dafür, dass man halt auch TMs, also bzw. VMs nutzen kann. Nee, nur nicht TMs, sondern nur VMs. Die heißen ja TMX, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Aber die heißen sie auch HM. Die kann man halt nutzen, ohne sie einem Pokémon beizubringen. Und dafür braucht man halt die Data-Chips. Wo wir jetzt auch nur einen haben. Und ich werde es auch dann vermutlich dann die anderen nicht nutzen. Dann auch dann einfach dann so zu spielen. Das er halt verbraucht hat. Gut. Das brauchen wir dann auch in Zukunft nicht mehr. Deshalb kann ich auch, glaube ich, das eine noch verlernen. Der Gesser ist ja direkt hier. Ja, am Anfang wurde es auch gesagt, dass man halt dann die DV oder so von Gegner-Pokémon reduzieren kann. Das habe ich aber jetzt nicht vor. Ja, dass man halt vor allem auch so eine nutzen kann, ist aber auch ganz gut. Kann man vielleicht schön, wenn man die anderen Spielen auch so hat, also Fangames oder so.
dem jetzt, dass man das bei der 4 Attacken hat. So, kurz. Sieht das doch ganz gut aus. So, jetzt geht's dann aber auch dann rein. Ist mal soweit. Ist verschlossen. Ich glaube ich. Um sicher zu gehen, könntest du es selbst versuchen. Tür ist verschlossen. Ich dachte, wir könnten zumindest reingehen. Vielleicht, wenn wir einen Schraubenzieher zu den Scharnieren geben. Ein Geräusch ist von innen zu hören. Warte mal, es hat sich gerade geöffnet. Wirklich? Für uns hat es sich nicht bewegt. Okay, Team, lass uns losgehen. Was machst du denn, du dummer Creep? Was sagt der Heather? Lass mich los. Das Objekt schlägt mit physischer und verbaler Aggression um sich und weigert sich, Anforderungen oder Vernunft zu folgen. Lass uns das erste Behandlung bei 100 Volt versuchen. Glaubst du wirklich, dass du da durchkommst, du schmutziger alter Mann? Ah, sie kratzte mich. Fesselt sie. Und macht das 110 Volt stattdessen. Nun, Heather, halte einfach still. Du meinst, man könnte es vielleicht einen kleinen Schock fühlen. Ah. Hallo zusammen. Moment, Sekunde kurz, ich werde mal wieder Leo.org zu Rate ziehen. Ich sah Virus glühen durch die Wand. Deshalb habe ich die Tür aufgemacht. Glühheit? Vero leuchtet, es ist unglaublich. Ich bin Anna, schön dich kennenzulernen. Hey, ich bin Kane. Ganz schön energiegeladen. Das ist sie immer. Und immer wenn sie es dann halt nicht sein sollte. Aber da ist dann halt am notwendigsten. So, warum seid ihr hier? Geht es um das Mädchen, das gerade hier hingebracht wurde? Er hat getreten und geschrien die ganze Zeit. Das ist wirklich ungewöhnlich. Wir wollen sie retten. Ja, es ist ein Gefängnisausbruch. Möchtest du mitkommen? Machst du Witze?
Ich war schon halb aus der Tür raus, als ihr Gefängnisbruch gesagt hat. Metaphorisch gesprochen natürlich. Nun, wir gehen aber nicht ohne Heather. Natürlich macht ihr das nicht. Zudem ist ja ist nur eine Frage von Sekunden, bis die Pflegekräfte hier auftauchen und euch rauswerfen. Unsere Pokémon wurden beschlagnahmt, deshalb können wir nicht helfen. Nicht mit dieser Einstellung. Ich wette, ich kann ein paar für euch aufhalten. Aber wenn ihr mich nicht für mich zurückkommt, werden Köpfe rollen. Deal? Deal. Charlotte, was machst du? Eine Ablenkung erzeugen. Hey Arschlöcher, gib mir meine Zigaretten. Du weißt, dass wir das nicht tun können, Charlotte. Natürlich könnt ihr das. Ihr habt die Schlüssel. Das geht und holt sie mir. Charlotte, wir müssen dich darum bitten, dich zu beruhigen und es sein zu lassen. Und ich muss das ablehnen. Ich möchte meine verdammten Packungen. Möchtest du sonst für mich in den Zirkus werfen? Circuit? Nee. Moment. Circuit. Kreislauf. Das kann auch eine Schaltung bedeuten. Es ist da, tun sie halt die richtig schlimmen Kinder hin, um alleine zu sein. Oh, ich habe ja so Angst. Als ob das die letzten 50 Mal geholfen, 15 Mal geholfen hat. Weißt du was? Du fragst ja danach. Such's doch. Okay, lass uns gehen, Charlotte. Nein, gib meine. Lass mich los. Ach, sie hat mich gebissen. Hey, hilf ihr bitte. Bring sie in den Circuit. Hey, wer ist da im Eingang? Nun haben sie uns gesehen. Nun, die Besuchszeiten sind vorbei. Wir müssen euch darum bitten zu gehen. Und wir müssen da ablehnen. Vero, Helly, lass uns jetzt los geht's. Genau. Ich würde sagen, das ist ja momentan. Ja, recht effektiv. Ist er schon mal ausgeschaltet? Fans und Pokémon.
Vielleicht kann ich das halt verlangsamen, damit das dann später nicht mehr so ein Problem ist. Ja, und ich weiß, dass Pflanzen-Pokémon nicht davon betroffen ist, aber es reicht ja, wenn das Elektro-Pokémon langsamer wird. Da habe ich ja den Spezialangriff vom Partner verstärkt. Was unerwartet kam, aber dann doch etwas Gutes ist. Dann werde ich erstmal den Fisch besiegen, solange der nicht schneller ist. Okay, er ist dann doch ein bisschen schneller. Die noch wieder verlangsamen. Die haben immer noch Lichtschild draußen. Aber es war dann doch genug. So, jetzt haben die nur Pokémon auf der Seite, das heißt, es ist immer ein 2 gegen 1. Der Moonblast war sogar neutral. Gut, der konnte das problemlos rausnehmen. Was ist Protokoll hierfür? Wir haben sie besiegt. Schnell, warn den Doktor. Riegelt das Quartier ab. Ihr seid wirklich stark. Mein Name ist... Ich bin Anne. Dein Name ist Shelley, oder? Sollen wir Freunde sein? Freunde, aber ich... Ich weiß, du hast bereits so viele Freunde. Da ist doch noch Raum für ein mehr, oder?
Ich habe nicht viele Freunde. Der Letzte ist auf mich wütend geworden. Natürlich hast du eine Menge Freunde. Kannst du nicht all die Fäden sehen? Shelly, dann Fäden? Anna, für jeden Freund, den eine Person macht, spinnt sich ein unsichtbarer Faden zwischen ihnen. Und du hast so viele. Ich habe noch nicht so viele gesehen. Da gibt es wohl eine Menge Personen, die sich um dich Sorgen machen oder kümmern. Wirklich? Yeah. Und es ist einer mehr, da wir nun Freunde sind. Die anderen kranken Pfleger kommen bestimmt wieder. Und das wird es nicht tun. Ich werde sie aufhalten, solange ich kann. Ihr findet Heather. Haltet eine Verteidigungsposition an den Türen. Dann können sie dich nur einzeln herausfordern. Gute Idee, du bist richtig intelligent. Nidoqueen, komm raus. Schnell schnappt sie euch. Je weniger Patienten wir verlieren, desto mehr besser. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch fangen. Ich folge dir, Vero. Lass uns beeilen. Genau. Und dann gehen wir jetzt natürlich zuerst nach oben. Wir müssen Nell zurückbekommen. Du musst dich wirklich um deinen Bruder. Hm? Natürlich. Wir waren schon immer zusammen. Das muss schön sein. Keine Sorge, ich halte sie auf. Natürlich werden wir jetzt erstmal nach oben gehen, weil der dorthin gebracht wurde. Ich werde aber auch erstmal wechseln, welches Pokémon zuerst kommt. Nicht, dass Mary irgendwann dann zu stark ist und dann nicht mehr gehorcht. Außenseiter sind hier nicht erlaubt. Bitte verschwindet wieder. Die Trainerspreize gefallen mir auch. Sind ganz gut gemacht. Achso, Jan Mega ist. Flug, daher nehme ich mir an, dass er dann Datrix zuerst angreift. Dann werde ich mal mit Return das Tentakul angreifen. Ja, so habe ich mir das gedacht. Heather ist mit Jan Mega schneller und ihr Flugangriff greift beide an. Daher, wenn jetzt das Pokémon schwächen, damit sie dann beide auf einmal besiegen kann. Das klingt doch nach einem Plan. Oh, jetzt ist sie sogar schneller als wir es sind.
Rückkehr ist stärker, aber ich frage mich jetzt. Ich glaube, Dizzy Punch brauchen wir doch nicht so sehr. Das Problem ist halt mit Schlappohr selbst kann ich keine Geist-Pokémon treffen. Und Force, damit hilft mir halt Foresight, aber es hilft mir halt auch dabei, falls jemand mal Doppelteam spammen sollte. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in der Zukunft passiert. Das ist halt etwas, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Deshalb möchte ich es für den Fall halt behalten. Plus, Dizzy Punch hat halt nur halb so viel PP wie Return, also Rückkehr. Daher lasse ich das einfach. Die Rechnung ist aufgegangen. Jetzt haben wir nämlich. Kadabra hat eine schlechte physische Verteidigung. Ich glaube, er verkraftet jetzt gerade speziell an. Da werde ich mich auf das. Okay, sie greift dafür auch sehr effektiv an. Ich glaube, Kadabra ist trotzdem das Gefährlichere der beiden Pokémon. Da war es doch ganz gut, dass wir darauf gegangen sind. So kann ich jetzt einfach Rückkehr spammen. Ganz knapp noch überlebt. Für das, was es wert ist, mich interessieren die Methoden des Doktors nicht. Was mit ihm passiert, interessiert uns nicht. Warum sind die Krankenpfleger wütend auf euch? Wir haben ein paar von ihnen hergeschlagen. Jetzt trotzdem so, bleib trotzdem in der Schule und vermeide Gewalt. Hi, wo seid ihr? Seid ihr neu hier? Wo im Shelly? Das ist Vero. Wir halten das halt nur. Gehen hier durch. Wenn wir jetzt hier in den Kampf Stella nutzen, als Anfang. Hier drüben sind halt die Quartiere der Kinder. Außenstehende sollten da nicht rein. Ihr solltet euch in das Design des Doktors nicht einmischen. Ladestrahl auf das Shelder. Okay, ich hatte das bereits mit Giga sogar. Mal.
ich da erst mal gerade aufgefallen, wenn das Pipi mit den Verteidigungswaffs sich heilt, könnte das blöd werden. Da dachte ich mir, Heilblockade kann auch verhindern, dass es sich heilt. Das möchte sich auch gerade gefährlicher machen. Von daher direkt Vollkante drauf. Ich sehe hier erstmal das hier als gefährlicher ein, daher volle Kante drauf. Ich hatte halt Angst, dass es dann verfolgen kann und bin deshalb nicht ausgewechselt. Aber wenn ihr einen beide angreifen, kann das auch blöd ausgehen. Zum Glück ist Lysak hier super effektiv. Das mit Ruckzuckhieb. Hier schon mal den Spezialangriff gesenkt. Das macht auch noch einen Unterschied. Ich glaube, Bulkup ist hier immer noch besser. Das reicht halt nicht. Ich schließe einfach das Tor, um mich auszuschließen. Hey, viel Glück, hier ran vorbeizukommen. Oh nein, wie sollen wir nur einen Numm bekommen? Vielleicht weiß einer davon. Frag sie mal. Ja, und dieser halt hat gesagt, dass er uns nicht wirklich aufhalten möchte, weil es halt Dinge gibt, denen er nicht zustimmen kann. Und das machen wir aber dann im nächsten Part weiter. Ist nämlich schon wieder soweit. Damit euch dann noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.